Ist es zu spät, wenn ich im Februar ein Video über meine besten Filme 2018 mache? Okay, aber es geht ja nicht direkt um 2018. Denn heute werde ich über die Filme sprechen, die ich letztes Jahr gesehen habe. Also nicht die letztes Jahr irgendwie erschienen sind oder so, denn dazu habe ich schon ein eigenes Video gemacht. Nein, heute geht es um die, die ich einfach 2018 gesehen habe. Also so eine komplett persönliche Liste. Und ich werde die Top 10 in zwei Teile aufteilen. Also heute spreche ich über die Plätze von 10 bis 6 und nächstes Mal von 5 bis 1. Und ich werde auch noch über die Hälfte von den restlichen Filmen sprechen, die es eben nicht in die Liste geschafft haben, weil ich zu allen eigentlich ein, zwei Sätze verlieren möchte. Ich habe das Ganze aufgeteilt, weil sich niemand ein 30-minütiges Video ansehen will. Und ich dachte mir, es ist viel besser, wenn ich dann so zwei etwas kürzere Videos mache. Und keine Angst, der zweite Teil kommt nicht erst in einem Monat, sondern gleich nächste Woche. Aber bevor wir beginnen, möchte ich zu diesem Video noch was sagen. Und zwar erstens, danke für die fast 200 Aufrufe. Das ist mein drittbeliebtestes Video auf meinem Kanal, was richtig, richtig schön ist zu sehen, weil mir persönlich das zeigt, dass ich mehr in diese Richtung gehen kann und dass ich auch mehr über Filme reden kann und nicht nur bei Spielen bleiben muss. Ich werde nicht mehr über Kinofilme reden. Falls sie in meiner Liste vorkommen, werde ich sie schon natürlich erwähnen. Aber ich werde über keinen wirklich mehr was sagen, weil ich das wie gesagt schon getan habe und ich möchte mich nicht wirklich wiederholen. Aber ich muss auch noch was sagen. Und zwar habe ich Trottel drei ganze Filme vergessen. Das wären zum einen Aquaman, Venom und Christopher Robin. Ja, das tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie ich drei Filme vergessen kann. Ich meine, Aquaman habe ich relativ zum Schluss gesehen, als das Video schon ziemlich stand, muss man sagen. Aber die anderen beiden Filme, keine Ahnung, wie das passiert ist. Aber, naja, tut mir leid. Ich hoffe, das passiert nicht nochmal. Und lasst uns anfangen. Ich habe dieses Jahr Der Diktator gesehen. In dem Film geht's um eben einen Diktator. Der Typ kennt halt die Welt nicht wirklich außerhalb seines Palastes, kann man sagen. Und als ihm sein Bart dann abgeschnitten wird, erkennt ihn keiner mehr. Und er muss quasi so wie alle anderen leben. Und was mir an dem Film gefallen hat, ist, dass erstens die Hauptfigur echt gut spielt und natürlich lustig. Der Plot ist zwar etwas billig, aber manche Witze haben es echt geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Wobei ich sagen muss, dass andere etwas zu tief waren für meinen Geschmack. Das Ganze ist jetzt kein extrem hochwertiger Film, der für immer in die Filmgeschichte eingehen wird. Aber es ist auf jeden Fall was Lustiges für zwischendurch. Es hat ja auch so eine gewisse Botschaft und soll auch so ein bisschen, ja, das Ganze verarschen. Deswegen habe ich ihnen meinen 10. Platz gegeben. Ja, über den haben wir gerade gesprochen. Ich habe den Film eigentlich geschaut, weil ich Winnie Pooh aus meiner Kindheit gut kenne. Christopher Robin gab es ja wirklich, weil das ist ja quasi der Erfinder von Winnie Pooh gewesen. Aber es geht jetzt nicht um den realen, sondern eher um so eine fiktive Version von ihm. Und er hat eben Winnie Pooh und die ganzen schon so ziemlich wirklich vergessen, weil er sehr viel Arbeitsstress hat und so. Und obwohl das Ganze ein Kinderfilm ist, hat er echt verdammt ernste Themen. Ich weiß nicht, ob man die als Kind so erkennt, wenn man den Film sieht, aber ich sage jetzt mal so, als Erwachsener sind das halt schon Dinge, die einen treffen. Und es ist echt krass, wie dieser Kinderfilm mich so zum Nachdenken gebracht hat. Platz 9 für ein ganzes Jahr ist schon sehr stark. Brothers. Kennt den Film eigentlich irgendjemand?
Ich weiß nicht ganz genau, wann der erschienen ist, aber ich habe die DVD halt einfach mal bei mir zu Hause ausgegraben und mir angesehen. Man kennt den Cast, also es ist jetzt kein kompletter No-Name-Film anscheinend. Es geht logischerweise um Brüder und der eine Bruder ist eben bei der Army im Vietnamkrieg und wird da gefangen genommen und stirbt dann auch. Und der andere ist ein ziemlicher Versager, hat nicht wirklich eine Arbeit und so. Er muss halt dann so auf die Familie des anderen aufpassen. Aber, kleiner Mini-Plot-Twist, er ist dann doch nicht gestorben und kommt dann wieder zurück und nach ewiger Gefangenschaft kommt er halt komplett traumatisiert wieder nach Hause. Und dann gibt es halt einen ziemlichen Konflikt zwischen den Brüdern, gerade weil eben der eine Bruder, also der Versagerbruder, was mit der Frau des anderen hat. Und das war halt dann nicht so cool, weil der eine ist halt irgendwie, hat sich so richtig durchgekämpft, war halb am Verrecken. Und wenn er dann nach Hause kommt, so, ja, ich hatte was mit deiner Frau und so, das, ja. Trotzdem muss ich sagen, dass ich für alle Seiten irgendwo Sympathie empfand. Also für den einen Bruder, für den anderen Bruder, für die Frau. Ich habe halt alles, was jeder gemacht hat, so ein bisschen nachvollziehen können. Und man war halt nicht wirklich auf irgendeiner Seite. Und das hat es halt echt gut gemacht, weil man sich moralisch halt gefragt hat, okay, wer ist jetzt eigentlich im Recht? Und gerade dieser eine traumatisierte Bruder war halt sehr erschütternd zum Zusehen. Und deswegen ist dieser Film mein 8. Platz. So, jetzt kommt wieder mal ein Kinderfilm und zwar Baymax. Ich weiß nicht, ob den Film jemand kennt. Mich hat der damals überhaupt nicht interessiert. Aber ich glaube, ich habe ihn zufällig im Fernsehen gesehen. Und es geht halt um einen Jungen, der eben in der Zukunft lebt. Und das sind halt Roboter und Roboterkämpfe und so ziemlich in. Also, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber der Film ist auf jeden Fall auch ziemlich gut. Ist jetzt auch nichts für die ewige Filmgeschichte. Aber den kann man sich auf jeden Fall mal ansehen. Und jetzt kommen wir zum letzten Platz für heute. Und zwar Valérien. Ich spreche es jetzt französisch aus, weil die Comics ursprünglich aus Frankreich kommen. Deswegen finde ich, sollte man das auch so aussprechen. Ja, es ist, wie ich schon gesagt habe, eine Verfilmung von diesen Comics. Ich weiß nicht, wie viele das von euch kennen, aber ich glaube, wenn ich euch sage, dass sich zum Beispiel die Star Wars Filme von diesen Comics inspirieren haben lassen, kann man schon so, kann man sich circa vorstellen, wie gut das ist. Also, der Film ist auf jeden Fall der beste auf der bis jetzigen Liste, weil er einfach verdammt kreativ ist. Er hat ein paar Sachen getan, wo ich mir wirklich dachte, okay, das habe ich jetzt wirklich in noch nie irgendeinem Film irgendwie so gesehen. Und das ist er von Anfang bis Ende. Mir hat jetzt so der Mittelteil am besten gefallen, muss ich sagen. Also der zweite Akt war meiner Meinung nach am besten. Aber es sind auch alle anderen so gut und der Film schafft es auch, alle Charaktere so schnell und gut einzuführen, dass man sie wirklich kennt. Und ich habe mich ein bisschen gefühlt, wie als ob ich eine Serie gucken würde, weil so viel passiert ist. Aber sie haben das trotzdem gut rübergebracht und jetzt nicht irgendwie so, als ob sie einen Stress hätten beim Film. Und das Zweite, was mich halt auch sehr interessiert hat, ist, dass die beiden Hauptcharaktere, das sind Agenten, die ein bisschen zu coole Sprüche drauf haben. Aber die sind halt vom Beginn des Films an schon ein Paar. Also ist das halt mal auch was Neues meiner Meinung nach, weil dann erspart man sich diese wir verlieben uns Liebesgeschichte, die halt in jedem Film drin ist. Und ja, das wollte ich einfach auch noch erwähnen. Gut, das waren die Plätze von 10 bis 6. Bitte bedenkt noch, dass meine Liste natürlich meine persönliche Liste ist und dass ich die auch immer ändern kann. Aber jetzt fangen wir mal von ganz unten an. Ghost Movie. Ich glaube, der Titel sagt schon alles. Und
es ist mir wirklich schon peinlich, über diesen Film zu sprechen. Und genau das ist der Film auch. Also es ist öfter so ein Fremdschämen, wo man sich so denkt, okay, warum passiert das jetzt im Film? Warum muss das jetzt sein und so? Aber man muss auch dazu sagen, dieser Film ist halt ein reiner Comedy-Film. Er hat zwar ein, zwei Jumpscares, damit sie wenigstens ein bisschen Horror reinbringen, aber er ist halt großteils auf lustig. Schafft er nicht immer wirklich. Aber ja, dieser Film ist auf jeden Fall der klare letzte Platz von allen Filmen, die ich 2018 gesehen habe. Dann kommen wir zum nächsten Film, und zwar ist das Lone Ranger. Das macht mich ein bisschen traurig, dass der jetzt wirklich der zweitletzte Platz ist. Er hat zwar echt gute Action-Szenen, aber sonst fand ich die Story eher so meh. Und das ist auch ein Film, bei dem ich mich an fast nichts erinnern kann. Dann habe ich gleich zwei Filme aufgepackt. Und zwar Rubinrot und Saphirblau. Es gibt ja auch noch den dritten Teil, den ich mir auch schon angesehen habe. Allerdings dieses Jahr, deswegen kommt er dann in den Film 2019. Und ja, drittletzter Platz. Man merkt auf jeden Fall an den Dialogen und an den schauspielerischen Künsten, dass das Ganze deutsche Filme sind. Sie versuchen ein bisschen Hollywood zu sein. Das hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber ein paar Sachen haben sich wirklich reingebracht, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt, finde ich cool, dass sie sich mal was Neues trauen, so im deutschen Film. Es kann sein, dass es auch überhaupt kein deutscher Film ist und dass die Übersetzung einfach so typisch deutscher Film ist, dass ich mir das jetzt einbilde. Aber es hat sich einfach komplett angefühlt wie so ein deutscher Highschool-Film mit ein paar Fantasy-Elementen. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Filme sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber es ist jetzt auch nicht kompletter Mist. Dann John Carter. Dieser Film will ein epischer Sci-Fi-Film sein und versucht, diese Elemente irgendwie einzubauen. Doch das Ganze wirkt einfach so künstlich, dass er das Ganze nicht wirklich schafft. So, das war's jetzt mit den schlechtesten Filmen. Wir kommen jetzt zu Legende der Wächter. Das ist auch ein Film, den ich irgendwie so von der Kindheit kannte. Also ich kannte so Teile vom Film, aber nicht den ganzen. Und ich fand das Ganze sehr interessant, wie diese Eulen so vermenschlicht wurden. Also die hatten ja so ein... Es gab jetzt die Guten und die Bösen quasi und die haben so gegeneinander gekämpft. Die hatten Helme und haben halt auch schreiben können und so. Also das war ganz cool umgesetzt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass sie bestimmt nicht mit echten Eulen reden konnten. Und die sahen nicht so schlecht aus, wenn man bedenkt, dass das Ganze schon einige Zeit her ist, dass dieser Film rausgekommen ist. Okay, jetzt könnten mich einige hassen. Es hat nämlich auch Pulp Fiction nicht in meine Top 10 geschafft. Und ich muss sagen, natürlich sind die Dialoge echt gut. Oder was heißt gut? Die waren echt super. Aber irgendwie habe ich die Handlung nicht ganz verstanden und ich bin da nicht wirklich mitgekommen. Kann sein, dass ich da komplett selbst schuld bin. Aber irgendwie habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum schaue ich jetzt diesen Film? Das ist halt was ein Film auf jeden Fall nicht sein sollte, wenn man sich während dem Film fragt, okay, warum schaue ich das jetzt überhaupt? Weil sogar bei Ghost Movie wusste ich, okay, ich schaue das jetzt zur Unterhaltung. Aber für was ich Pulp Fiction gesehen habe oder was mir persönlich dieser Film gebracht hat, also irgendeine Lehre oder so, sehe ich halt leider nicht. Und deswegen ist dieser Film nicht in meiner Top-Liste. Und der letzte Film für heute ist Kung Fu Panda 3. Ich habe den ersten Teil geliebt. Die Serie auch und der zweite Teil habe ich auch echt gut gefunden, also war ein guter Nachfolger. Und genauso war es beim dritten Teil. Ich muss sagen, ich fand den Feind ein bisschen charakterlos, also ich kann mich kaum an den Typen erinnern. Allerdings war das Ganze mit den Pandas echt cool umgesetzt. Ich dachte mir zuerst, als ich den Trailer damals gesehen habe, dachte ich mir so, okay, jetzt kommt irgendwie so seine Familie, weil wir wieder irgendwas Neues brauchen. Aber das Ganze war echt gut umgesetzt. Der Film war jetzt zwar nicht so gut, dass er in die Liste gekommen wäre, aber auf jeden Fall ein Film, den man sich ansehen kann. Ich will jetzt gar nicht wirklich abmoderieren, weil wir uns dann im zweiten Teil eh wiedersehen. Ich hoffe, wir sehen uns auch dazwischen bei den anderen Videos wieder und
hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Schreibt gerne eure Liste bzw. eure Meinung zu meiner Liste in die Kommentare. Dann sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Und Daumen hoch, Kommentar unten und Abo hier.